So, willkommen zu Part 12 meines Half-Life 2 Let's Plays. Wir sind hier gerade in den Kanälen unter der Stadt und kämpfen uns weiter vor zur Zitadelle, in der wir dann hoffentlich wieder Eli finden und retten können. Das hat ja das letzte Mal eher so nicht so gut geklappt, ne? Dank der Frau Mossman. Die war ja der Meinung, dass sie uns vielleicht doch nicht direkt helfen möchte. Und hat sich mit Eli weggeportet. Sind da gerade tote Tiere runtergefallen? Auch schön. Aber hier geht's gar nicht weiter. So, mal gucken, ob es hier noch schicke Sachen gibt. Ich meine, ich bin ja immer offen für Lambda-Caches etc. Ah. Ja, ich treffe nicht so gut, ich hab's verstanden. Jetzt sind wir hier oben drauf, okay. Keine Ahnung, ob wir hier oben lang müssen, aber hier ist zumindest schon mal ein bisschen Loot. Sehr schön. Ein Kasten, der nichts kann. Naja. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, weswegen wir da runter sollten. Immer dieses Gefühl. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwie verreisen wollt oder sowas und ihr habt die Sachen gepackt und ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl, noch irgendein Lambda-Secret oder sowas übersehen zu haben. Aber irgendwie scheinen wir hier wohl einigermaßen richtig zu sein. Naja, und dann gehen wir mal weiter, ne? Oh, da flog eine Granate auf uns. Alle Tiere, die immer von den Barnacles getroffen werden, oder sämtliche NPCs und Combines, die sind immer direkt tot und werden nur noch hochgezogen. Der Spieler wird hochgezogen und kriegt dann oben ein bisschen Schaden. Da hinten bist du. Wir haben ja gerade Munition für unseren Bogen gekriegt. Dann spielen wir mit dem Bogen rum, ne? Bist du denn? Schießen oder? Was? Erstmal hier Anzug wieder aufladen. Hebel betätigen. Das ist ja immer sinnvoll, scheinbar. Na ja, komm, zeig dich. Dankeschön. Man muss den Crossbow einfach lieben. Möchtest du neben deinem Freund hängen? Ich kann das arrangieren. Ja, nicht ganz. Aber der Wille zählt, ne? Der Wille war da. Hoffe nur mal sicher zu gehen, weil eben die Fässer wegmachen. Nicht, dass dann vielleicht doch noch irgendein NPC auf die Idee kommt, da mal gegen zu schießen. Das fände ich ja nicht so schön. Deckung, aber. Ach ne, wir müssen noch mal auf den Knopf drücken, wahrscheinlich. So. Up you go. Wenn man das mit Half-Life 1 mal vergleicht, dass es hier dann auch Plattformen gibt, die sich bewegen. Also. Na, wo bist du? Das ist schon geil. Ich soll mal Half-Life 3 ankündigen. Ich möchte die neue Engine sehen.
ja. Sag mal, wo kommst du denn her? Da muss wohl da sein, bitte, sehr. Hä? Da oben. Meine Güte. Alle wollen so aufs Maul. Fünf Leute kann ich noch versuchen aufzuspießen. Meldet euch frühzeitig, sonst sind meine Schüsse leer. So, wir müssen da sicherlich weiter hoch. Die Frage ist, wie und wo. Oh, hier ist eine Leiter. Na, nehmen wir die Leiter. Oh, da ist ein Lambda versteckt. Ja. Aua. Mein Gott. Aber, ja. Diese lustigen Bolts, die man hier verschießt, die treffen glücklicherweise auch, wenn man nicht so genau trifft. So, wie kommt man denn da regulär hin? Oder reicht es, wenn wir uns da eine Kiste von stibitzen? Ach, da kann man bestimmt oben lang laufen. Na, dann laufen wir oben lang. Wie kommt man da jetzt rüber? Ich könnte jetzt auf dem Ding mitfahren, aber das Ding fährt ja nicht. Oder gibt es irgendwo einen Schalter, um das nochmal zu aktivieren? Ich sehe keinen. Ich könnte stumpf hier drüber laufen, ich weiß nicht. Nee, schade, macht das keinen, okay. Das war sehr freundlich von dem Typen, das Ding anzumachen. Ding anmacht, dann muss ich da bestimmt auch rüber. Hallo. Nee, so komme ich da nicht drauf. Ah, vielleicht komme ich von da auf das Ding und ja, das könnte funktionieren. Ach, deswegen versteckt er sich, der möchte aufgespießt werden. Oder er ist tot. Okay, er ist halt tot. Ja. Ah, du musst dich näher an die Wand stellen, dann kriegen wir das hin. Dann können wir das gemeinsam schaffen. Okay, ich bin jetzt hier drauf, aber wie komme ich da drauf? Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ist noch eine Leiter. Nehmen wir die andere Leiter. Dupdidu. Ach, hier geht's gleich nach oben. Ihr müsst doch irgendwie. Oh. Ja. Ihr müsst doch euch an Wände stellen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, doch so hoch wollen wir hinaus. Hier wollen wir hin. Jetzt mal hier ein bisschen Kisten plündern und dann können wir da nochmal rumlaufen. So. Sehr gut. 31 von 45. So. Jetzt müssen wir sicherlich hier runter. Ups, ich wollte die Mine eigentlich. Das hat uns ordentlich Leben gekostet. Aber ich versuch's trotzdem weiter. Ich meine, ja. In die Mine laufen wir diesmal nicht rein. Ladescreen. Oh. Dr. Freeman! You said you were on the way. We got split up by snipers, and he's pinned down in a warehouse overhead. Go ahead, he's relying on you. Sniper, sagst du. Lead on, Freeman! Hey, du bleibst hier. I'm sticking here. Da hinten ist der Sniper. Ja, ich habe vor, die Sniper zu jagen. Alle. Das war schließlich auch eins der Achievements. Ich weiß noch nicht, womit ich das am besten machen kann, aber daneben.
Aber erklärt, das Ziel ist, alle Sniper töten. Und dann mal gucken. Okay, da hinten scheint einer irgendwo zu sein. Aber erst gehen wir mal hier eben in den Laden. Du bist Barneys old friend, aren't you? Maybe you can help him. Snipers trapped him up on that warehouse roof. He was going for a cache of grenades, but I can't get to him now. Aua. Go on, Dr. Freeman. Hey, everybody, follow Freeman. You got it. Oh. Oh. Geh doch dahin, wo ich dich hinschicke. Ah, sogar getroffen. Das hat mich jetzt selber etwas überrascht. Aber gut. Ja, ich komme hoch. Ups, das war vielleicht etwas Overkill. Aber gut. Ja, ja. Wir sind ja unterwegs. Aber wir müssen erstmal hier looten. Was wir nicht verstehen wollen. So viel liegt hier umsonst rum und dann geht da jetzt nicht hoch. Hier scheint es nur runter zu gehen. Geh mal runter. Be safer down here. Little we know the place was infested. The rest of them headed upstairs. They took the chance with the snipers. I guess they're still up there. Wo sind die denn hoch? Da gibt's. Da ist das Treppenhaus. Hätte sein können, dass man die Tür jetzt von innen öffnet, hatte ich mir so gedacht. Aber der Weg bleibt uns weiterhin versperrt. Eigentlich ist das ganz praktisch, wenn er so lange auf die Zombies schießt. Ich frag mich so mit dem Werfen, ha? Huh? Ja. Ist er jetzt tot? Hab ich ihn gewischt? Ach, sieht so aus. Noch eine Granate zur Sicherheit. Und dann geht's weiter. Over here. Ja, ja, ich such die das Treppenhaus. Oh. Gordon, take out these snipers, would you? Ja, ja, ich bin noch dabei. Ah, das war's schon. Nice. Sind aber auch nirgends versteckte Snipers oder sowas. Die Achievements sind eigentlich relativ gut machbar. You're quite the returning hero these days, Gordon. Der wurde jetzt nicht infiziert, hä? Wir sind auch nur Spieler infiziert. Interessant. Muss ich wieder hoch? Ich habe gedacht, ich wäre unfertig. Na gut. Nee, kommt jetzt runter? Was ist denn jetzt? Hä? Ich habe auch noch irgendwie das grobe, dumpfe Gefühl, dass es hier eigentlich mal einen Helikampf gab, aber. Okay, alles klar, Barney. Wir kommen. Did you hear a cat just now? Damn thing haunts me. Get down! Hey, warum? Das Get Down habe ich jetzt nicht geschafft. Gordon!
Schlafen wir halt Crabs. Naja. Oh. Machen die Tür auf, aber kommt nicht raus. Na gut. Da krieg ich vielleicht eine Granate in den Kopf. Ist okay. Oh, ein Turm. Irgendwie bin ich die ganze Zeit in der Half-Life 1 Taktik. Versuche hier einfach mit einer Magnum wegzuschießen, aber das hat in Half-Life 1 nur geklappt. Das ist in Half-Life 2 nicht. Oh, das war falsch. Hey, lasst euch da jetzt nicht von einem. A banker, museum, or something like that. Whatever the hell it used to be, now it's a nexus for Overwatch in City 17. It's the main source of pain for this part of town, thanks to a huge suppression device. It's raining down hell from the roof of that place. There it is, the Overwatch Nexus. Looks like they're mobilizing big time. You can sort of see the gate from here. I'll show you when we get to street level. We'll have to get in that building to open the gate. Even then, the suppression device will, suppress anyone coming through unless we shut it down. Let's go! The suppression device will suppress. Okay, nehmen wir so hin. Hätte ich da nicht reinlaufen dürfen? Ich habe keine Ahnung. Es hat aber auch keiner darauf hingewiesen. Ich hab mal gedacht, ich renn mal rein und guck mal, was passiert. Au. Ja, lauf doch rein, du Depp. Deppin? Hui, Robs. Ah, richtig, das Ding ist das. Ach du Scheiße. Au. From down here, Gordon. We'll have to shut it down from inside. Ja, das steht ja noch auf unserer Agenda. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht vor. So, pass auf. Kommen wir nicht durch, wir müssen in den Zins. Ah, da ist eine Tür. Nehmen wir doch die Tür. Oh. Ja, genau, versorgt euch gleich mal. Hierher. Stellt euch runter, wir speichern und dann geht's weiter. Au! Du Arsch! Kann man den retten? Hm. Ja, dann bediene ich doch, wenn du das nice findest. Mal eben gucken, ob das Retten von dem Typen her. So was wäre auch ein Achievement zum Beispiel, ja? Das wird nicht angezeigt, obwohl ich das gemacht habe. Ihr habt gesehen, dass ich das gemacht habe. Es steht auch in meinem Profil, dass ich es gemacht habe. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Es scheint irgendwie buggy zu sein. Ja, das sind nur noch. Also ich gehe davon aus, dass es die beiden automatisch im Laufe der Mission gibt. Ja, und die anderen beiden, eins. Weiter Lambdas suchen, das machen wir ja eh die ganze Zeit. Wobei ich, wie gesagt, mir sicher bin, dass wir schon einige übersehen haben. Aber ich meine, immer wenn ich die Achievements mache, aber ich habe schon öfters welche gefunden, noch die ich vorher übersehen habe. Mal gucken, ob wir eine Liste finden mit allen. Man of Science. Ja, nee, ist klar.
Türen sind zu, beziehungsweise ist ein anderes Zeug. Weil das Disintegration Device disintegrated uns gerade schon gar nicht mehr. Oh doch, wir nehmen alles zurück. Ja, kommt eben mal mit. Wir sind hier erstmal wieder etwas sicherer. So. Oh, Minen. Ah, jetzt sind sie blau statt rot. Hallo? Du hast keine Minen? Ja, offensichtlich nicht. Sorry, Freeman. Ich schmeiß da trotzdem mal eine Granate drauf. Das scheinen keine Minen zu sein. Aber was passiert, wenn ich da durchlaufe? Oh, Alarm. Oh. You've got the HEV suit. You deal with them. Then I'll work the security console. Also am besten stellst du. Was ein Idiot. Aber jetzt wissen wir, was passiert. So. Safe. So, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber wahrscheinlich weiter nach oben. Da ist eine Treppe. Dropships. Ja, als wenn die Leute, die wir gerade gesehen haben, nicht genug gewesen wären. We want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time. Okay, aber wo sind die Generators? So, hier ist noch so ein Feld. Ah, da vorne ist. Kommt der dann raus. Daneben. 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 Ich hol mal eben neue Granaten. Dupdidu. Neue HP wären auch. Huh. Was war das für ein Geräusch? Ja, komm, ihr steht wieder wunderbar im Weg. Ich mag das ja. Danke nochmal. Wie viele Medkits habt ihr eigentlich dabei? Was ist, wenn ich euch hier stehen lasse? Ne, Barney kommt trotzdem mit, ne? Ich laufe hier einmal durch. Warte, dass das Ding wieder deaktiviert. Na komm. Okay. Ist wieder aus. Genau, damit habe ich gerechnet. Ah, das war doch gut. Da geht's nicht lang. Hier ist ein Treppchen, wie schön. So. Hier gibt es wieder neue Schächte. Da sind wir alle dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr das noch nicht durchlauft. Oh, guck mal, hier können wir wieder retten. Also alle Personen retten wären natürlich auch ein Achievement gewesen zum Beispiel, aber davon bin ich ausgegangen. So, das heißt jetzt aber, stellt mal hier nicht im Weg, bitte. Nein, stellt euch da vorne hin, ihr Deppen. Hallo! Ah! Vollhorst. Ich hab euch doch extra in die Ecke gestellt. Aua. So. Also das Blocken der NPCs, das ist echt nervig. Da ja selber gesehen. Ich meine, wenn die wenigstens dann in der Ecke stehen bleiben könnten, wo man sie hingestellt hat, aber irgendwie müssen die ja sich in die Tür stellen, dass man da hinterher gegenläuft. Hey, you've got Eli's gravity gun. Try giving those generators a jolt. Das ist keine Gravity Gun, das ist eine Zero Gravity Bla. Okay, two more generators to go. Easy peasy. Overwatch owns the roof, and that's where we're headed. Ja, ne?
Overwatch. So. Immerhin treffe ich nichts, das ist schon mal was. Na gut. Ups, das sagt. Ich möchte mal was. Das hat auch nicht geklappt, schade. Okay. Aber jetzt warten sie automatisch außerhalb, ne? Scheiße. Puzzle-Passage hier. Spring-Passage. Alles ausgeschaltet, wunderbar, easy peasy. Na, schöne kleine Puzzle-Kletterpassage. So. Zweiter Generator. Sehr schön. Ja, nur wo ist der dritte? Und wo sind meine ganzen Leute? Oh, ich habe keinen Squad mehr, der mir folgt. Wurden die gerade alle erschossen? Na toll. Outbreak, Outbreak. Ja, hier waren wir noch nicht lang, aber das Ding geht doch noch. Buddy, du wirst in den Rücken geschossen. Magst du dich mal umdrehen und schießen? Mein Gott. So. Ach, hier hinter ist nicht mal was. Ah, wofür habe ich das getan? Na egal. Wir haben jetzt keinen Squad mehr. Wir speichern mal. Immerhin sind es weniger Leute, die einem im Weg stehen können. Es sind zwar leider auch weniger Leute, die einen andauernd heilen. Aber so vom Nervenfaktor ist, glaube ich, das im Weg stehen schlimmer. Mal gucken. Keine Gegenwehr. Irgendwas ist hier doch faul. Old times, my friend. Okay, das hat doch einigermaßen gut funktioniert. Oh oh. Jo, Action. Ja, auch nicht. Die Frage ist, von wo kommen jetzt welche? Upsa.
the hoppers against us. Set some traps for them, Gordon. Mach ich doch gerade. So sieht das aus hier. Oder ist noch ein Health-Kit, dass wir aber erstmal weniger Leben haben? Nein, tut's nicht. Natürlich auch eine valide Forderung. Kann Barney eigentlich jetzt sterben hier? Nur 28 Leben. Ich hätte jetzt gerne irgendwo eine Health-Station. Gut, da sind wieder so lustige kleine Türmchen. Ich glaube, den habe ich erwischt. Ja. Nee, den habe ich nicht. Also, au. Ja, komm, fahr wieder ein. So. Jetzt habe ich ihn aber, oder? Nein? Also nochmal. Jetzt habe ich ihn definitiv nicht. Auf was? Ja, geh doch zur Seite. Ich habe neue Granaten, irgendwas. Ich habe nur noch eine. Oh, hier ein bisschen HP. Das ist schon mal schick. Und da ist auch noch so ein... Sehr schön. Oh, eigentlich alles fertig gelootet. Wir könnten natürlich auch die Alternative machen. Wir warten hier, bis das Ding wieder zu ist. Wir haben schon so blöd, das Ding... Ah, oh, fuck, ey! Barney, danke! Wie war das mit dem im Weg stehen? Jetzt läufst du diesmal nicht durch, hä? Oder habe ich das Ding anders ausgelöst? Ja, jetzt lauf mal durch da hinten. Ah, ja, gut, dann nicht. So, sonst ist hier nichts. Ah, doch, eine Healthstation. Laden wir uns eben die HP wieder auf. Au. Ja, vielleicht ein Deppel sein, oder? Ja, haben wir sogar. Sehr schön. Ja, die Frage ist wie... alles klar, wo geht's lang? Hallo. Wenn du schon ein bisschen im Weg stehst, dann schieß wenigstens. Okay, zumindest ist der Part geklärt. Barney kann wirklich sterben. Wie wär's, Barney, wenn du hoch zu mir kommst, du Vollohrs. Ja. Ja. Oh, voll Idiot. Darf ich vielleicht erstmal die Dinger hier? Ach, du darfst da langlaufen, dich erkennt er. Ja. Ah. What's the real slim Barney, please shut up. There's our gate. Let me just get it open. Done. Dr. Freeman, wait. We'll come with you. Wo kommt die denn jetzt her?
heimlich. Oh, jetzt habe ich mir aber neue Waffen genommen. Cool. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. See you when I see you, Gordon. Na gut, dann noch so. Heil dich mal wieder. Ich schmeiß nämlich noch mit weiteren Granaten um mich. Och, das gibt's ja nicht. Safe. Ja, Schatten, ich hab dafür. Hier das Ding bekämpfen soll, brauche ich wieder Schüsse, weil ich habe meine Aufkostüme. Brauche ich eine neue Ammo hier. Oh, mein komplettes Team ist tot. Na schön. Ungünstig. Wo geht's weiter? Woher kriege ich noch Raketen? Ist hier ein Raketenstash drin? Offensichtlich nicht. Ach, was sage ich denn jetzt? Was hat mich jetzt getroffen? Was hat mich da getroffen? Ah, ich wollte eben Raketen sammeln. Nein, schieß nicht auf mich. Ah, hier gibt es noch ein bisschen HP, genau. Speichern. Aufsammeln, was ist das? Achso. Braucht man nicht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es hier durch weitergeht, aber. Was schießt denn noch auf mich? Okay, da kann man nicht durchschießen. Das habe ich befürchtet. Ich habe es aber trotzdem ausprobieren wollen. Irgendwas schießt alle an mir vorbei, aber ich sehe nicht, wer schießt. Okay, noch ein Ship. Ne, das ist nur ein Dropship. Also der zum Beispiel schießt auf mich.
Okay, aber wo kommt ihr jetzt her? Habt ihr die Tür da gerade aufgemacht? Vielleicht geht die nachher weiter auf. Hä, da kenne ich gerade noch. Hä? Da. Oh. Die aktiviere ich eben. Dann die gerade. Oder sehe ich das verkehrt? Lauf doch weiter. WTF? Was trifft mich denn hier immer? Von da hinten. So. Mein Gott. Hier endlich irgendwo weitergehen? Ich mag das Dach nicht mehr. Okay, ich würde gerne wieder irgendwo in Deckung gehen oder sowas, aber. Ja, Leben. Hä, wo kommt denn jetzt wieder her? Zeit ist schon wieder um. Das war etwas aufregender. Ich wollte zumindest eben in Sicherheit stehen, bevor ich das Video beende. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!